Morgen. Das ist natürlich am Tag 18. Und die 18 wollte ich hier schon längst aufgeben. Oh Gott. Ist er hier schon die ganze Zeit eingedrückt? Ein Teddybär? Ein Teddybär. Gut. Warte mal. Da ist die 18. Und wo ist es? Nom, nom, nom. Ja, das ist genau meins. Da. Dann rubbe ich meine Tasche auf. Was turnt denn der im Fenster rum? Nur nicht springen, bitte. Ja. Guten Tag. Ja, das geht. Ich dachte gerade, man sieht da irgendwas, aber das ist ja alles schon weg. Ich kann wieder in die Richtung filmen. Da sind nur noch Geschenke, die unrelevant sind. Also die, ne? Und so. Ah, das ist ja meine Geschenke-Ecke. Aber es sieht man gerade eh nicht wirklich. Gut. Ja, heute ist... ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich muss gleich wieder weiterspielen gehen. Also ich habe schon gespielt heute, logisch. Ja, was ist das? Das war so nicht geplant. Aber ich habe heute Morgen, als er noch geschlafen hat, hier ein bisschen Chaos veranstaltet. Ich habe nämlich angefangen, für meine Weihnachtskarten, ja, ich bin spät dran, ich weiß, was zu machen. Und ich glaube, also, Moment, die Dinger kommen weg. Ich kann sie euch hier mal zeigen. Falls ihr die haben wollt, sagt mir gerne Bescheid. Die kommen jetzt in die aussortierte Kiste, die ich euch auch nochmal irgendwann zeigen werde. Und das hier ist schon Müll. Und hier hin, die Kiste, die neben mir steht. Da. Dann haben wir, ich glaube, wir haben für dieses Jahr genügend Geschenkpapier, oder? Also irre. Alles sehr irre. Wir haben nämlich gestern auch schon welches gekauft, weil wir keines hatten, weil die einfach so dick waren und nur 80 Cent gekostet haben, also 79 Cent bei Kaufland. Das war einfach so, was? Weil die anderen dicken, die haben so 2,99 € so gekostet, was auch in Ordnung ist. Aber die kosteten einfach mal, wie viel ist denn da drauf? Was steht denn das? 5 Meter, auch 5 Meter. Also wie die anderen, außer eine, die ist irgendwie 10 Meter lang. Ja, es ist irre. Und diesmal so schöne Sachen. Ganz viel Disney-Circus hier, beides nicht, aber hier passend zu Dreamland Valley. Da hatte ich es noch nicht mal gehabt, als wir das Geschenkpapier gekauft haben. Ach ja, ach ja. Das wird lustig. Hier war noch Olaf. Olaf ist wichtig, ne? Und ganz viele andere süße Sachen. Genau. Aber eben auch so Standardzeug für die Family, die ja sowas nicht unbedingt mag. Ich glaube, das hier ist so eine 10 Meter Rolle. Ich glaube ja. Ja, das hier ist so eine 10 Meter Rolle. Da ist richtig viel drauf. Die wird auch lange halten. Ja, und das werde ich erstmal gleich bald aufräumen. Hier liegen immer die Tüten rum von Nikolaus, die ich hier nach und nach aufessen muss, beziehungsweise da ist auch noch was von Daniel drin, sein Fleischzeug und Nusszeug und sowas. Aber trotzdem steht es erstmal hier. Ja. Da wegen den Stempeln. Ich habe festgestellt, dass ich für so Weihnachtsstempeln wirklich nur ganz, ganz wenige habe. Was ich schade finde, weil da brauche ich sie eigentlich am meisten. Und anders, weiß ich nicht, Geburtstag, ja, auch mal. Aber ja, irgendwie muss ich da mal nochmal knallhart sortieren, was brauche ich wirklich, was brauche ich nicht. Diese drei sind noch vollkommen unbenutzt und kommen jetzt weg. Und ich habe ja, den Fehler gemacht, die auseinander zu puzzeln und diese Hüllen reinzumachen, weil die einen ja gesagt hat, oh, das ist toll, das klappt so gut, und bei mir klappt es überhaupt nicht, die kleben aneinander und alles ist doof und hätte ich mir lieber sparen sollen. Aber gut, was soll's. Genau, so viel dazu. Daniel ist schon wieder auf Achse, ins Lager natürlich.
Morgen auch. Genau. Ja, deswegen sitze ich jetzt hier wieder alleine zu Hause mit den drei Katzen. Aber ist okay. Aber ich kann ihn ja nicht mehr volltexten mit dem Spiel, weil ich ständig hin und her renne und sage, boah, guck mal da und hier und was passiert ist und das und das und jenes. Und ich glaube, ich nerv ihn damit schon ein bisschen. Sorry. Na gut. Aber jetzt erstmal hier klar Schiff machen und dann gucken wir weiter. Jo, der Boden ist so gut wie wieder frei. Also fehlt noch ein bisschen was. Gesagt werden muss noch, mache ich morgen. Ich habe eine Tüte auch zu Dani gestellt, wo nur seine Sachen drin sind. Keine Süßkram-Sachen, doch ein bisschen, aber Sachen, die er isst, was ja nicht viel ist. Und trotzdem haben wir zwei Tüten voll. Ja, wir nehmen jetzt immer viel zu viel rein. Und ich darf ihn ausbaden. So, aber schön. Schön, 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 schön. Erstmal. Ich habe ein Stück Geschichte gefunden, ich weiß nicht, ob ich es schon gelesen habe. Diese Sie wünschen? Daniel hat es vergessen, dann Ich habe gar nichts vergessen. Ist doch noch nicht zu spät. Oh, ja, das ist das Falsche. Das war vom letzten Jahr. Das war vom letzten Jahr. Guck mal, da liegt auch noch sein Kram rum. Kannst du gleich mit in die Tüte da unten packen? Weil da habe ich nämlich die Tüte hingepackt, wo da ja ganzer Krimsi-Kramsi drin ist zum Naschen und Knabbern. Lohnt sich nicht dieses Jahr. Boah. Na, packen wir weg fürs nächste. Was genau? Hält sich das noch so lange? Was genau? Also, wer nimmt an der Verlosung teil, an dieser Geschenktüte? Nein. Tada! Tada! Frühstück mit Abendbrot. Ja. Aber da unten, ja, da ist dann eine ganze Naschtüte mit deinem Kram. Nicht nur Süßkram, ganz wenig Süßkram. Das Ja. meiste ist Fleischkram, Nusskram und Ach, sowas. Und Blödsinn. rumkugeln und so ein Schmuiber. Rumkugeln und Ja, so. kannst du Ja, also ich rumkugeln. nicht rum hier noch bin, Genau. ja. Dankeschön. Bitteschön. Mein. Ja, da ist der Beweis. Den hatte ich schon. Der ist von diesem Jahr. Jetzt schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen. Heute ist der 19. Richtig? Richtig? Ach, da unten. Ganz unten. Der Tag wurde gerade gespielt. Echt? Ja. Wow. Daniel ist halt wieder richtig schleunig, ne? Ein Auto, ein LKW, ein. Da kommen schon die Geschenke angefangen. So. Auf unten. Mit auf. Hä? Ja. Nein. Ich finde gerade den Schnumpi nicht. Da. Nicht versehen, dass die 24 Äpfel daneben liegen. Geh doch mal auf hier. Die sträubt sich. Ist nichts mit Sträuben. So. Knuspi, Knuspi. Das ist Knusperkokos, ja. Das merkt man. Viel Kokos. Sehr viel Kokos. Willst du danach etwas Zähne putzen? Was? Naja, boff. Und? Das letzte Tütchen, Türchen, gelingen sie. Zu Schneeflocken tanzt. Moment. Ich drehe. Ui. Eine Weihnachtszugkarte. Das ist ja witzig. Das ist ja richtig witzig. Aufgeschrieben aus. Auf Ella Rivers, also die Protagonistin. Wie witzig ist das denn bitte? Ja! Ich wollte gerade erzählen, dass sie in die. Was frisst sie wieder für eine Scheiße? Ganz ehrlich, dann kotzt sie nur wieder. Diese Tannendinger da angemerkt, ja, das ist nicht zum Essen. Eben hat sie einen Zuckerstange gebissen am Baum. Ja, eine Zuckerstange, ich kann auch nicht essen. Sag mal, stimmt denn mit dir schon wieder nicht?
Oh, diese Katzen. So, ja, ich mache mein Zimmer weiter. Ordentlich. Der Tisch ist fast fertig, da liegt ein bisschen Krempel rum. Und ich habe das Ding immer noch nicht schick gemacht, werde ich auch gleich machen. Und dann ist der Tisch schon mal schnicki. Ach, das muss ich auch wieder ins Regal stellen. Ja, und ich habe übrigens an dem kleinen Bäumchen hier noch die anderen, also ein paar von diesen Dingens hier rangehangen. Aber nicht alle, weil alle passten nicht rein, das ist jetzt schon überladen. Hinten sind quasi keine dran, aber das ist jetzt erstmal egal. Am nächsten Mal kann man es ja rundum machen. Ich muss keine Lust gehabt, da hinten rumzuwerkeln. Wie gesagt, man sieht sie eh nicht. Genau, so, weitermachen. So, gut, dass ich jetzt eh zwangspausieren muss bei dem Spiel, denn ich komme nicht weiter. Ich kann diese blöde Steinsuppe nicht kochen für Anna. Geht einfach nicht. Ich packe alles rein. Gut, am Anfang habe ich Minz statt Basilikum genommen, dadurch ging es nicht. Aber ich kann nicht auf dieses Plus drücken und schnicki. Drei Zutaten, alle drin und ich kann es nicht kochen. Und dann gibt es da irgendwelche Bugs, aber ganz andere als ich sie habe. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Manu. Egal, jetzt werden erstmal Bücher katalogisiert. Oh, ich bin gespannt, wo wir anfangen. Ich überlasse es Lisa, die kommt nämlich jetzt. Und wir katalogisieren ein paar Bücher. Ein paar Printbücher. Mir ist ganz warm gerade. Ich bin so aufgeregt gerade wahrscheinlich. Durch diese Steinsuppe, die nicht funktioniert. Die ganze Zeit war mir kalt, jetzt ist mir nicht mehr kalt. Das ist mir warm. Aber gut. So ist dem. Ja, Daniel muss morgen Spätdienst machen, ab morgen Spätdienst machen. Ich habe gesagt, wie es damit Donnerstag, der wollte eigentlich früher Feierabend machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich muss ihm gleich eine Verrechnung dann fertig machen. Das mache ich ein bisschen jetzt gleich. Ich helfe es dann auch, bevor die Sache aufschlägt. Und dann geht's los. Kurzer Zwischenstand mit losem Hals. Das Zukunftsregal ist kompletti tutti drin. Die meisten waren es schon drin, waren ganz wenige noch nicht drin, ne? Es ging. Ja, hat trotzdem lange gedauert. Fehlt ja auch fast nichts mehr. Was, fehlt nichts mehr? Ach nee. Du hast es überhaupt gar nichts mehr da an Büchern, die man noch... Nein, pff, die sind fertig. Es ist nicht mal ein normal breites Regal gewesen. Das ist nicht mal ganz voll. Und nicht mal ganz voll. Ja, nicht auch nicht ganz unten. Ja, weiter geht's dann hier. Das ist eine Nachtschicht. Gut, lustig. Es ist Nachtschicht, es wird eine Wochenschicht, wenn er durcharbeiten würde, glaube ich. Vielleicht noch nicht mal das, keine Ahnung. Ah ja, weiter geht's. So, mittlerweile ist Schlafengezeit. Was haben wir geschafft? Das Zukunftsregal, das erste Fensterregal. Dann waren wir durch. Also durch, mit den Nerven fertig. Genau. Jetzt auch schon Schlafengezeit, habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht, ich bin müde. Genau, ich habe auch nicht viel gelesen. Ich habe gerade mal ein halbes Kapitel in Schneeflockentanz gelesen. Und guck mal, sieht man die Schneeflocken da draußen? Oh, das eine ist irgendwie kaputt. Habe ich da eine Spitze abgerissen? Nein, doch nicht. So, jetzt. Ich habe extra Schneeflocken Sticker draußen gekramt. Also das passt ganz gut. Genau, mehr gelesen wird morgen dann. Und ja, deswegen melde ich mich auch morgen wieder. Guten Morgen. Tag 20. Na toll. Abgestürzt. Moment. Komme ich gar nicht ran. In den Dreck. Aber dafür habe ich extra Schokolade dran. Guck mal. Moment, ich muss anders sitzen. Katze kommt schon wieder. So. Ja. Noch ein Stück extra Schokolade. Ja. Mhm. 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 Okay.
Lecker, lecker. Oh. Ja, Nougat. Gestern Nougat, heute Nougat. Nehme ich. Wow. Entschuldigung. So, dann probiere ich mal die Tasse auf. Und was genau, aber mit das jetzt wieder? Ich habe mich heute mal gleich geschnallt, als ich den gesetzt. Sonst knie ich hier immer. Aber man lernt ja dazu, ne? Au, au. Spitze krallen, spitze krallen. Was für das denn jetzt? Okay. Wer weiß. Ein schlittschuhfahrender Eisbär. Das heißt, die Schlittschuhbahn ist anscheinend voll. Obwohl, da kommen noch ein paar, glaube ich. Und Moni will heute irgendwie im Kreis laufen. Ich weiß auch nicht. Also, ist hier was los? Ja. Okay, dann kuscheln wir mal, ne? Hallöchen. Ich bin gerade wieder dabei, oder ich fange gerade an, in diesem Moment, weitere E-Books einzupflegen in Bookcook. Und ich stelle dann fest, erst, was ich einpflegen wollte, ist ein Buch von Manuela Inusa. Ich wusste nicht mehr, dass ich 2013 schon ein Buch von ihr habe. Also, ja, ist natürlich nicht schlecht, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also Endstation, nein, Simone Endstation Harlem. Fragt mich nicht. Sieht auch vollkommen anders aus als ihre anderen Bücher. Aber gut. Trotzdem jetzt mal nicht so. Ich habe jetzt gerade so ein Sommerbuch. Doch. Sommerabenteuer. Sommersterben. Sommertod. Also die nächste Sommerleseliste könnte dann, wenn es eine Leseliste gibt, oder halt Sommerbücher, wie auch immer. Mal gucken. Sommersub. Könnte dann mit so einem Sommerbücher auch gefüllt werden. Vor allem sind 1000 verschiedene Autoren. Es scheint eine Anthologie zu sein. Sommerabenteuer. Gut, ich mach da mal, ne? Und ja. Urlaub ist toll. Uff, was für ein Tag. Ich habe die ganze Zeit gewuselt und gespielt und gewuselt und gespielt. An allen Freunden gleichzeitig quasi. Deswegen habe ich das Vloggen mich vernachlässigt. Aber ich habe schon mir vorgenommen, dass dieser Tag mit dem gestrigen zusammengelegt wird. Weil ich heute auch ganz, ganz viel Bücher katalogisiert habe, also immer noch die E-Books. Ich muss die eine Seite nochmal nachholen, die nicht gespeichert wurde, weil es abgestürzt ist. Ansonsten bin ich fast fertig. Gleich bin ich auf Seite 15 von 18. Das heißt, ich habe es fast geschafft. Ich werde es dieses Jahr noch schaffen, dass die ganzen E-Books drin sind. Schon mal etwas. Dann finden Sie noch die ganzen Bücher hier. Und ganz zum Schluss, oder was heißt ganz zum Schluss? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss ich nochmal alles durchgehen oder so, keine Ahnung. Aber eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich nicht alles durchgehen. Das mache ich ja jetzt. Und dann eben gucken, welche Bücher sind denn aussortiert worden. Das ist noch so eine Sache, die ich dann zum Schluss auf den Sub filtern muss und dann gucken muss, welche Bücher habe ich aussortiert, die nicht mehr hier stehen. Genau. Das ist das, was ich ganz zum Schluss machen muss. Das ist darauf völlig hinaus. Genau. Ja. Aber ansonsten wird das doch schon mal was. Ja. Auch da wird die Zeit langsam beängstigend im Bookcook, weil ich glaube immer noch nicht, dass die Zahl in Excel wirklich die richtige ist. Kann natürlich sein, dass es doch ist, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich auch viele Bücher nicht eingetragen habe, die aussortiert wurden. Von daher bin ich mir noch nicht so sicher. Ja. Deswegen ist Bookcook dann hinterher wirklich das, wo es fest ist, wo alles drin ist, wo es dann wirklich die Zahl ergibt, die dann der Sub wirklich hat. Und dem ich ab nächstem Jahr entgegensteuern will, und zwar so radikal wie möglich. Aber dazu später mehr. Ich habe vorhin auch schon wieder was dafür gemacht. Für das erste Video in der Richtung. Genau. Das heißt, das steht fast. Fehlt nur noch die Endcard für das neue Zeug. Muss ich ja alles, jetzt alles nochmal anpassen. Aber ich habe schon eine Überlegung, wie ich alles machen kann, dass es so passend ist und so. Das wird schon, das wird schon. Jo. Genau. Hoi, 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 hoi. Ja, jetzt werde ich erstmal hier alles ausmachen. Also ich meine, hier ist schon alles aus. Switch ist auch schon aus. Und werde jetzt, wir haben es gleich, weiß ich nicht, kurz nach halb zehn, werde ich jetzt nur noch lesen. Es ist nämlich, ist ein Tag etwas zu kurz gekommen. Ich habe heute die Adventskalenderbücher auch aufgeholt. Also Schneeflockentanz und ein Weihnachtswunder für Little Falls. Die beiden Sachen sind aufgeholt. Für heute haben wir noch nicht gelesen. Seit gestern. Und ich muss ja auch noch das Buddy-Read-Buch weiterlesen. Das werde ich auch jetzt machen, damit ich da vorankomme. Da habe ich zwar auch Puffertage. Also
Wir haben die Lesezeit bis zum 31.12. Wahrscheinlich ist es auch nicht streng, weil wenn man später liest, die meisten sind schon fertig damit. Wahrscheinlich lesen die nichts anderes, okay. Aber ich finde es bis jetzt, also hier Happy New Year, ich finde es bis jetzt nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. So 50%. Das packt mich nicht wirklich. Das ist irgendwie so komisch. Weiß ich nicht. Und das für einen Schwedenzwoller. Wobei ich nichts. Naja, gut, ja, schon, aber ich weiß nicht. Ich habe mir das spannender vorgestellt. Wir werden sehen. Vielleicht packen mich die letzten 50%, das wäre natürlich schön. Und da werde ich da jetzt weiterlesen und vielleicht morgen ein neues Update geben, wie ich es finde. Mal gucken. Genau. Ich muss noch irgendwas essen. Ich habe noch. Doch, ich habe Abend gegessen, aber irgendwie habe ich noch Hunger. Oh, ich weiß nicht auf was. Egal. Oh, Spekulatius habe ich noch. Habe ich erst ein paar Spekulatius. Genau. Okay, dann bis morgen wahrscheinlich.